Da grinst da. Ja. Wir sind in Steinkjer angekommen. Und das zwar beim Rema 1000. Richtig. Das Wetter grinst hier aber nicht mehr. Nee, das weint gerade, weil es weiß, dass wir bald Norwegen wieder verlassen. Fängt es jetzt schon mal zu weinen. Und es wird viel weinen, haben wir gehört. Und das können wir nichts dafür. Ne? Arbeitgeber will uns wiedersehen. Sonst würden wir ja sagen, ja, wir bleiben, dann musst du ja nicht weinen. Aber eins kann man sagen, in Deutschland ist gerade die Hölle los. Ja, das haben wir auch schon gelesen. Und also Katastrophen über Katastrophen. Da bleiben wir doch lieber im katastrophalen Norwegen. Nein, so. Nee, da haben wir es hier schon noch Glück, also deshalb, das muss man schon sagen. Das glaube ich auch. Ja, wir müssen jetzt nochmal ein bisschen was einkaufen, nicht viel. Mhm. Aber morgen ist ja Sonntag und da werden die hier zu haben in der Gegend. Das ist richtig. Und dementsprechend wollen wir mal schon. Ja, ein Hubschrauber fliegt da. Da oben fliegt da ein blauer. Ui, relativ nah dran. Ja, der landet glaube ich auch gerade. So wie das aussieht. Naja, vielleicht ist da hinten. Landebasis. Ja, was auch immer. Gut, wir gehen einkaufen und dann melden wir uns von unserem Schlafplatz. Mal gucken, wo er ist. Bin gespannt. Bis dahin. Hallo. Hallo. Ja, das wissen die schon, dass wir Hallo sind. Ach so, ja. Ja. Wir haben unseren Schlafplatz gefunden. Es ist nicht der, den wir wollten. Mhm. Das haben wir auch sofort angepasst bei Park4Night, denn da steht eindeutig ein Schild, no camping. Campen ist da nicht erlaubt. Kann ich auch gut nachvollziehen. Also der Eintrag war von 2017. Und wir gehen stark davon aus, dass viele Camper da sich einfach hingestellt haben und dass die Einheimischen... Ist ja auch ein schöner Platz, aber... Ja, aber für eine Pause super toll, aber nicht fürs Übernachten. Das ist verständlich, dass die Anwohner das da auch nicht so machen. Ja, wenn, stellt euch vor, ihr seid in eurer Stadt und ihr habt da einen wunderschönen Park, wo ihr in euch hinsetzen könnt, da sind alles nur Camper. Das will man auch zu Hause nicht. Genau. Wir haben es angepasst, dass das definitiv nicht erlaubt ist, haben jetzt einen anderen Platz, den hat ein französischer Camper hier gefunden, lustigerweise bloß in der falschen Richtung vom Dings, wie nennt sich das? Das GPS... Ja, das sagte noch ein bisschen weiter und auf ja, der anderen Seite der Wiese. Genau, und so, gegenüber ja. Da ist aber Kornfeld, genau. Also da geht's nicht. Da sind Leitplanken, wo es das sagt. Also, wir haben aber nachgeschaut, also wenn man genau achtet... Das ist dieser Platz hier. Genau. Ist aber nur für ein Fahrzeug und eigentlich auch nur für eine Nacht. Aber die Aussicht, die werden wir euch gleich nochmal zeigen, wenn wir so zum Abschied sind. Auf jeden Fall gefunden bei Park4Night. Wir zeigen euch jetzt nochmal die GPS-Karte. Koordinaten sind natürlich auch in der Beschreibung unten drin. Versteht sich ja von selbst. Genau. Ja, und was machen wir heute noch mit dem angefangenen Abend? Ist ja gerade mal 17 Uhr. Jetzt werden wir anfangen, erstmal was zu kochen, denn ich habe Hunger. Wir haben heute noch nichts gegessen. Das wird heute mal so ein bisschen... Doch. Ich habe schon mal eine ganze Tüte davon gegessen. Wieder ungesund. Und teuer hier in Norwegen. Aber ja, egal. Und es wird heute Spaghetti geben mit Würstchen aus der Dose. Die mache ich klein und das gibt so wie so Bolognese, nur halt mit Würstchen. Es gibt Spaghetti Ostdeutsch mit Nudeln und Würstchen. Ja, genau. Aber ist ganz lecker und von daher, mal was Einfaches. Genau. Ne? Ja. Und ansonsten, mal sehen. Werden wir noch einen Film gucken oder sowas? Das glaube ich auch. Ja. Der Abend wird sich jetzt schon dann noch irgendwie ergeben. Und? Wir trinken einen lecker Wein. Das ist natürlich wieder klar. Das müssen wir dazu sagen. Nachdem wir das gehört haben, dass wir das öfters sagen, sagen wir das jetzt natürlich extra nochmal. Genau. Liebe Grüße an Guido. Wenn du das Video siehst, dann weißt du, dass wir dich damit meinen. Genau. So. Wir haben es jetzt ja erst gesehen, den Kommentar. Ja, er hat es auch erst vor kurzem geschrieben. Deshalb können wir es aber jetzt sagen. Er muss bloß ewig warten, bis es kommt. Bis das jetzt kommt, ja. Ja. Guti, dann war es das erstmal. Und ich glaube... Wir machen heute auch relativ schnell Schluss. Wir haben Schluss. Wie viele Kilometer sind wir gefahren? Ach, so 400? 400? 20? 420. Wir blenden es euch nochmal ein, zeigen wir euch. Genau, so viele Kilometer, knapp 6 Stunden Fahrzeit war es. Und deshalb, heute kam nicht viel und heute kommt nicht mehr viel. Das ist jetzt unser
unsere letzte Aufnahme für heute. Wir wollen in Ruhe frühstücken, genau. Abendessen und den Abend genießen. Und von daher wünschen wir allen eine gute Nacht. Und? Bis morgen. Bis morgen früh. So sieht's aus. Ja. Ciao, ciao. Tschö. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir haben es irgendwie nach 10. Ja. Und wir sind hier an einem Platz, naja, irgendwo in der Pampa. Man könnte auch behaupten, wir wären in Deutschland wieder. Aber nein, wir sind noch nicht in Deutschland. Nee, noch lange nicht. Noch lange nicht. Wir haben noch einiges an Kilometern. Als Beweis könnten wir jetzt das Auto, was hier gleich vorbeikommt mit dem Nummernschild, da wird hoffentlich in Norwegen dran stehen. Naja, steht da in Deutschland dran, würde ich nicht kaputt lachen. Aber das wird nicht so sein. Ja. Ist an sich hier, wo wir stehen, ein ruhiger Platz. Zwischenzeitlich dachten wir, boah, das hört ja gar nicht auf. Da kommt ein Auto nach dem anderen. Und dann hört sich das so ungefähr an wie das jetzt hier, was jetzt hier an uns vorbeifährt. Und das ist hoffentlich, Gott sei Dank, ein Norweger. Ja, ist es. Ja, und aber irgendwann ist wirklich hier Totentanz. Und bis 8 Uhr nichts. Da war dann hier Ruhe, ja. Also hier kann man gut schlafen und ja. Wir haben gut geschlafen, wir haben uns fertig gemacht, wir haben uns gewaschen, wir haben gefrühstückt. Wir genau. haben nochmal unsere Reise, die wir bis jetzt hatten, Revue passieren lassen. Und im Großen und Ganzen würde ich mal sagen, ja, 9,8 Sterne würde diese Reise von 10 bekommen. Ja. Die 0,2 lassen wir noch offen, weil die Reise ist ja noch nicht zu Ende. Kann ja immer noch ein Highlight, noch mehr werden. Ne? Genau. So, möchtest du noch was sagen? Nö, wir fahren jetzt weiter, wieder Richtig. Kilometer machen und dann... Ja. Ziel Richtung Lillehammer, ob wir das erreichen, wissen wir nicht, interessiert uns auch nicht, weil gestern war das Ziel Trondheim, haben wir auch nicht erreicht, nee. Also wir fahren so weit, wie wir halt wollen. Genau, bis dahin. Ciao, ciao. Zum dritten Mal, Mensch, ja. Kinder, ist doch zum Kotzen hier mit der Technik. Ja, ja. Nachdem das iPhone jetzt extra komplett voll war, haben wir es jetzt geleert und jetzt geht's auch wieder. Genau, mein Gott, das ist unfassbar. Die Technik. Da denkst du an nichts Böses, an sowas. Gut, wir machen Mittag und was haben wir erlebt? Eine Autobahn, wow. Yeah, einmal 100 gefahren, geil. Unfassbar, wir haben sie aufgezeichnet, aber nicht nur die Autobahn, was haben wir noch aufgezeichnet? Einen wunderbaren Bus, diese Spezialbusse da hier in Trondheim, die aussehen wie eine Straßenbahn, die haben wir auf jeden Fall mitgefilmt, habt ihr ja gesehen. Fährt auf der Straße, ne? Ja, ja, genau, fährt auf der Straße. Ja. Also, unfassbar, ist ja wunderbar. Ja, wir sind hier hinten auf einem Parkplatz, da ist ein Fußballplatz, da ist ein Coop, der hat heute zu und da ist ein Kindergarten. Bahnhage heißt Kindergarten, für die, die es nicht wissen. Hm. Wie der Ort heißt, blenden wir euch ein, weil kein Plan. Das wissen wir jetzt hier auch nicht, genau. Vielleicht wir machen auf jeden Fall heißt jetzt. Der Hovin, aber das können wir euch nicht genau sagen. Wir machen auf jeden Fall jetzt hier Mittag, werden jetzt uns Obst machen und Toastbrot und dann geht es weiter. Wir haben noch ungefähr 2 Stunden bis zu unserem Schlafplatz, den haben wir uns auch schon ausgesucht. Genau. In der Hoffnung, dass er gut ist, aber eigentlich sah das ganz nett aus. Und warum halten wir hier? Wegen dem Wetter. Genau. Hier ist noch gutes Wetter. Ja. Für den Rest ist Regen angesagt, also bleiben wir noch ein bisschen in der Sonne. Ist ja nicht doof, ne? Genau, so ist es. Und dann sollte man das schöne Wetter auf jeden Fall auch nochmal genießen. In diesem Sinne, einen guten Hunger. Bis später. Mmh.
Das glaubst du doch nicht. Unser erster Stau in Norwegen. Genau. Leider durch einen Autounfall. So viel erkennen wir schon. War auf einer Kreuzung passiert. Ja. Also so sagt es zumindest das Navi. Und zumindest so sieht es auch aus. Das ist die E6 und die 6574. Und da hoffen wir mal, dass es nicht allzu schlimm ist. Auf jeden Fall haben wir jetzt mal die Feuerwehr gesehen. Jo. Und einige Kamikaze-Fahrer. Die dann einfach mal hinterher, also es ausgenutzt haben. Also. Wo ich mich auch frage, sag mal, wie doof kann man denn sein? Das ist doch keine zweispurige Autobahn hier. Aber. Ja. Schon creepy. Naja, kommen wir halt ein bisschen später an und stört es nicht, weil wir wären eh jetzt, aktuell wäre es 15.04 Uhr an unserem Platz. Es kann auch ein bisschen später sein, also das macht jetzt den Kohl nicht fett. Wir haben den Vorteil, wenn jetzt hier gar nichts mehr geben würde, wir haben Trinken, wir haben Essen, wir haben alles dabei. Genau, so sieht's aus. Jo. Scheinbar fahren auch einige rechts ab, wenn ich das richtig sehe. Ja, kann mal sehen. Sein, dass es nach Strinde vielleicht noch geht oder sowas. Also es scheint eine Vollsperrung auf jeden Fall zu sein, weil Gegenseite kommt auch gar nichts. Genau, es waren ein paar Motorradfahrer, aber und die können war's. Auch von oben kommen. Das ist richtig. Jo. Sind wir halt mal gespannt, wie es weitergeht. Leute, wir sind angekommen an unserem wunderbaren Platz hier mitten in einem Nationalpark. Wir blenden euch das mal ein, wie das Ding heißt. Wunderschön, auf jeden Fall. Wir können uns nicht beschweren, momentan noch die einzigen, aber das kann sich natürlich im Laufe des Tages noch ändern. Es ist gerade trocken, obwohl es hier die ganze Zeit regnen sollte. Es kommen zwar auch ein paar graue Wolken, Stefan wird das auch ausnutzen, um nochmal die Drohne hochzujagen. Ja, und dann werden wir uns heute das richtig gemütlich machen und vielleicht noch ein Schaf grillen. Das wissen wir noch nicht, weil genug Schafe laufen hier umher. Kann man mal nichts sagen zu dem Platz, würde ich sagen. Also ich finde den Bombe mal wieder. Hat der Marcel mal wieder gute Arbeit gemacht als mein Navigator und hat uns einen schönen Platz rausgesucht, wo wir wirklich wieder in der Natur stehen und ja, mal wieder alleine sind. Abzuwarten, ob nachher noch welche kommen. Aber im Moment würde ich sagen, genießen wir die Einsamkeit hier. Ja. Wo haben wir denn den Platz gefunden? Ja, den Platz haben wir natürlich gefunden über Park4Night. Und den blenden wir hier jetzt auch dann nochmal ein, damit ihr auch nochmal sehen könnt, wo wir genau sind. Und ja,
Ist auf jeden Fall empfehlenswert. Lohnt sich hier ja, zu übernächtigen oder zu nächtigen und einfach mal wieder ein Platz, wo du einfach die Natur sprechen lassen kannst. Ja, meine Lieben, wir haben gerade Daten gesichert. Wieder so viele Daten, Daten, Daten. Und wir haben, glaube ich, schon mal durchgeguckt. Knapp die 300 GB haben wir. Das wird ein Spaß und wir haben noch gut eine Woche. Also 6 Tage auf jeden Fall noch. Uiuiui. Ja, vielleicht ist es auch ganz gut, wenn jetzt die Regenzeit kommt, dann kann man nicht so viel aufnehmen und dann wird das weniger. Sind wir mal gespannt. Ja, passend zum Sonntag, weil ich glaube, wir hatten es noch nicht gesagt, wir haben Sonntag den 10. Den 10. glaube ich. Hier gucken Sie mal auf die 11. Der 11. Naja, du sagst 12, ich sag 10, nee, umgekehrt. Du sagst 10, ich sag 12, dann ist die goldene Mitte. Genau. Und passend zum Sonntagsmahl gibt es heute Dosenfutter. Zum zweiten Mal auf dieser Reise, wo wir sagen, heute gibt es noch Dosenfutter, muss ja auch weg, haben wir extra besorgt. Ich wollte gerade sagen, wir hatten ja Panik, dass wir irgendwie vielleicht zwischenzeitlich zeitweise ja, nichts zu essen frisch kriegen. Also haben wir gesagt, nehmen wir sicherheitshalber ein bisschen was mit und wegmachen wollen wir das ja auch nicht. Also wird halt jetzt mal einfach gemacht und mal heute schnell. Genau, und gerade heute, auf dem Sonntag, haben wir einen Coop gefunden, der war sogar auf dem Weg hierher. Der hat sogar offen gehabt. Genau, der war heute auf. Aber heute gibt es Dosenfutter und nicht nur Dosenfutter, sondern auch lecker Wein, damit wir sagen können, damit wir dieses Dosenfutter auch runterkriegen. Weil wenn das nicht schmeckt, haben wir immer noch Wein und das ist ja gut so. So, das wird jetzt aufgeköchelt. Dazu kriege ich noch Toast und naja, melden uns wieder nach dem Essen. Was denn? Guten Hunger! Ja, Dosenfutter haben wir hinter uns gelassen. Wir sind auch, denke mal, beide satt geworden. Ich schau mal kurz dahinter. Mhm. Ja, er nickt den Kopf. Ja, hier haben wir einen wunderbaren Fluss. Hier gibt es auch Fische. Sehe gerade keinen. Vielleicht haben sie gerade Mittagspause, Abendruhe, wer weiß. Der Platz selber ist wirklich ruhig. Ja, jetzt kommen dann mal wieder ein paar Autos. Ich zähle gerade 3. Ja, das ist dann schon 4, wenn 3 Autos hintereinander kommen. Ich denke mal, wir werden richtig gut schlafen können. Und ich schaue noch mal zu Stefan, ob er noch was sagen will. Ich zeig noch mal hier komplett den Platz. Er zeigt gleich noch mal den Platz. Deshalb sage ich jetzt schon mal gute Nacht und bis morgen. Meine Lieben, wir haben das Dosenfutter hinter uns gelassen, sind beide, denke ich mal, glatt geworden. Glatt geworden. Hörst du oft damit mal, das irgendwas zu machen?